Liebe Studierende, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können zu unserer 10. Vorlesung für die Veranstaltung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Wir sind jetzt in der letzten Veranstaltung vor der Winterpause und haben noch einiges vor, vor allem auch in Bezug darauf, Lernstrategien uns genauer anzuschauen. Und auch sie quasi darauf vorzubereiten, diese Lernstrategien in gewisser Weise auch nicht nur mit dem theoretisch-pädagogisch-psychologischen Hintergrund jetzt in dieser Vorlesung zu betrachten, sondern auch in gewisser Weise sie zu ermuntern, diese Lernstrategien auch im Verlaufe ihres Studiums und auch darüber hinaus auch zu verwenden, da dieses in der Regel auch zu besserem Lernerfolg führen kann. Zunächst der Rückblick zu unserer vorherigen Woche, wo wir uns vor allem die Selbstregulation angeschaut haben. Dabei sehr wichtig zu betrachten, dass Selbstregulation insbesondere keine Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern eine erlernbare Kompetenz, die jedoch auch mit verschiedenen Elementen von Persönlichkeit, insbesondere Conscientiousness, Gewissenhaftigkeit auch korreliert ist. Dann haben wir uns angeschaut, was für Komponenten im selbstregulierten Lernen auch vorhanden sind und wie da quasi die Zusammenhänge bestehen, wie Selbstregulation auch definiert ist. Und wir haben vor allem gesehen, dass selbstreguliertes Lernen kognitive, metakognitive und motivational-volunziale Komponenten auch beinhaltet. Also, dass auch insbesondere die Motivation aufrechterhalten wird während des Lernprozesses und auch, dass die Verwendung von effektiven Lernstrategien, was ja auch Teil oder quasi der Hauptbestandteil von unserer Vorlesung heute in den Vordergrund gerückt wird. Dann genau, die Auswahl von Lernstrategien als Bestandteil vom selbstregulierten Lernen, gerade erwähnt, das war auch eine unserer Quizfragen, das, was Ihnen auch wiederum zeigt, quasi, wie vielseitig selbstreguliertes Lernen ist und was für eine große Bedeutung dieses Konstrukt auch für Lernerfolg aus pädagogisch-psychologischer Sicht auch beinhaltet. Dann haben wir uns auch verschiedene Modelle der Selbstregulation angeschaut und haben uns dabei auch vor allem Prozessmodelle und Schichtmodelle angeschaut. Als ein Beispiel das Prozessmodell von Schmitz, Modifikation von Strategien, die halt kein Teil der aktionalen Phase sind, sondern der postaktionalen Phase. Wir haben uns auch da verschiedene andere Modelle genauer betrachtet, wie beispielsweise von Pintridge auch mit eines der bekanntesten Modelle der Selbstregulation. So, wir sind ja quasi jetzt auch bei etwas mehr als der Halbzeit angekommen von unserer Vorlesung und es ist jetzt ja auch Winterpause. Das heißt, und Sie haben ja auch, viele von Ihnen haben ja auch schon wirklich sehr fleißig schon Punkte gesammelt, auch im Verlaufe des Semesters. Von daher habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt und zwar eine Winterüberraschung. Und zwar, ich habe für die Top 20 von unserer Veranstaltung so kleine Tüten vorbereitet mit allerhand tollen Sachen. Hier Corona-konform natürlich, hier Desinfektionsmittel, dann auch ein bisschen als Anspielung auf unseren neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der Nussknacker zur Amtsübergabe vom Gesundheitsministerium bekommen hat. Haben Sie zwar keinen in Nussknacker, aber dafür viele in Düssel, weil ich davon überzeugt bin, dass sie die auch so knacken können. Dann Tees und Schokolade und alles Mögliche. Also wirklich viele tolle Sachen, die ich hier da, für sie zusammengebaut habe.
Diese tolle Winterüberraschung können Sie sich dann bei mir abholen. Ich würde Sie dann bitten, wenn Sie in den Top 20 sind, das Leaderboard blenden wir auch gleich ein, mir einfach eine E-Mail zu schreiben. E-Mail-Adresse haben Sie, aber die ist auch nochmal auf der Folie. Und dann können Sie sich die bis zum 23. um 20 Uhr, danach bin ich nicht mehr verfügbar, mit FFP2-Schutzmaske in Tübingen dann abholen. Die genaue Adresse kriegen Sie dann quasi als Antwort auf die E-Mail. Okay, das heißt, jetzt steigt natürlich auch die Spannung, weil Sie sich auch vermutlich jetzt am Überlegen sind, ob Sie in den Top 20 liegen. Ist natürlich auch die Sache jetzt, wenn Sie die Vorlesung sich auf YouTube zu spät anschauen. Schade, ne? Lieber die Vorlesung auch frühzeitig anschauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall für Sie und mit Ihnen darüber, dass wir so ein spannendes und gutes Semester auch jetzt schon bislang gestaltet haben. Und ich freue mich auch vor allem auch auf die weitere Zeit auch mit Ihnen. Okay. So, zum Leaderboard. Vielleicht können wir das auch jetzt groß einblenden. Die letzten, also Platz 15 bis 20 sind hier schon knapp an 1 Million dran. Wir sind da schon sehr nah. Platz 10 bis 15, wir sehen auch schon, die ersten von Ihnen haben auch schon die Millionen Punkte geknackt dabei. Okay, dann kommen wir quasi Platz 4 bis 10. Und last but not least, diejenigen von Ihnen, die quasi auf dem Podium bislang stehen. Aber wie gesagt, das kann sich auch alles noch im Verlauf des Semesters ändern. Und es ist halt auch wirklich spannend, da quasi so diese Auf- und Abwärtsbewegungen auch zu verfolgen. Vielleicht ist es wie in der Formel 1, dass Sie quasi dann in der letzten Vorlesung noch dann das Podium oder den Vorlesungssieg in Anführungszeichen erklimmen. Wer weiß das schon? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und auch das fleißig am Beobachten. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an all diejenigen von Ihnen, die jetzt zurzeit in den Top 20 sind. Logischerweise für alle anderen von Ihnen ebenfalls herzlichen Glückwunsch zu ebenfalls bereits sehr guten Vorlesungsleistungen und ich freue mich auch wirklich jedes Mal auch die ganzen Reading Reactions auch zu lesen beispielsweise, oder wir haben jetzt auch viele Blogbeiträge, Erklärvideos, super. Ich bin wirklich sehr auch von Ihnen und von Ihrer Leistung allgemein begeistert. Logischerweise, wenn wir in einer Präsenzveranstaltung wären, hätten wir jetzt nichts nur für die Top 20, sondern ich erinnere mich noch, quasi als wir die Veranstaltung vor 2 Jahren gemacht haben im Audimax, nee, es war nicht im Audimax, es war in diesem anderen großen Saal, der fast genauso groß ist, aber halt noch wesentlich schöner aussieht. Ich habe die Veranstaltung dann mit so einem Juristen getauscht, der unbedingt ins Audimax wollte, aber der Hörsaal, den wir gekriegt haben, war halt wesentlich schöner, von daher das nehme ich natürlich mit. Habe ich einem Bäcker hier einfach mal 300 Brötchen, belegte Brötchen bestellt. Die haben auch etwas blöd geschaut, als ich da hinkam und sagte, ich hätte gerne 300 Brötchen, ich bin etwas hungrig. Aber können wir jetzt hier leider nicht machen, von daher das, oder auch mit einer anderen Veranstaltung waren wir hier auf dem Schokoladenmarkt. Super. Ich wünschte, dass wir auch so etwas hier auch machen können, aber Sie werden es ja auch in den Medien verfolgt haben, dass es mit dem Infektionsgeschehen, den Fallzahlen und den aktuellen Entwicklungen sehe ich auch leider keinen Weg für uns, dass wir im Verlaufe des Semesters noch in einen Präsenzbetrieb hier für unsere Veranstaltung reinwechseln. Also es wird vermutlich auch als Online-Vorlesung bleiben. Stichwort Online-Klausur sind wir noch am Überlegen, aber es wird auch voraussichtlich in einer Online-Modalität stattfinden. Wir werden Sie bezüglich der Klausurmodalitäten, wie meldet man sich für eine Klausur an, auch dann im Januar informieren. Also wir hier im Vorlesungsteam bekommen jetzt auch so langsam die erste
E-Mails mit Fragen. Also da will ich Sie beruhigen, das ist alles in Planung. Wir haben das mit verschiedenen Stellen innerhalb der Universität abzuklären. Aber voraussichtlich wird es auch als Online-Klausur stattfinden auf Ilias, so ähnlich wie quasi die Quizze, die Sie auch für diejenigen von Ihnen, die Quizze zum Punkterwerb verwenden, so ähnlich wird das dann auch sein. Okay, so, dann nochmal vielen herzlichen Dank für all diejenigen von Ihnen, die auch die Evaluationsergebnisse oder die Evaluation ausgefüllt haben. Ich möchte Ihnen jetzt auch noch kurz die Evaluationsergebnisse vorstellen. Wirklich auch, es gab da wirklich viele Fragen. Sie haben sich das ja auch, Sie haben das ja auch gesehen. Ich habe quasi nur drei Überblicksfragen quasi herausgewählt. Besuchte Veranstaltung lohnt sich, ist eine 1,5, Gesamtnote ebenfalls 1,5 und für den Dozierenden 1,4. Verteilung ist auch sehr, sehen Sie wieder hier, deskriptive Statistik. Sie können das natürlich auch vergleichen mit der Vorlesung vom vorherigen Jahr. Und da haben wir uns leicht verbessert, was mich natürlich auch freut, weil mein Ziel ist es natürlich, dass wir jedes Jahr ein kleines bisschen besser werden wollen. Von daher bin ich auch immer sehr froh darüber, quasi mit dem anderen Feedback auch zu hören, was läuft gut, was läuft weniger gut und wie können wir uns verbessern, damit wir halt die Lernerfahrung, das Lernerlebnis für Sie noch optimaler auch gestalten können. Also was vielen von Ihnen sehr gut gefallen hat, ist die intensive Auseinandersetzung mit den Kursinhalten, dass die Sachen wöchentlich strukturiert sind und quasi, dass sich die Sachen aufeinander aufbauen, dass wir ein synchrones Format auch zusätzlich quasi zu dem asynchronen Format haben. Logischerweise hier die Kooperation mit dem ZFM wurde sehr, sehr positiv gesehen, Qualität der Videos und der Aufzeichnung im Vergleich zu irgendwie einer PowerPoint, die einfach nur besprochen wird, sehen wir übrigens auch in unseren Studien. Wir haben auch da quasi gesehen, dass wenn Dozierende auch real zu sehen sind, das ist halt sehr wichtig in Bezug auf interpersonale Interaktion. Also wenn sie jetzt nur sich YouTube-Videos von irgendwelchen anderen Personen anschauen, zu denen sie keinen Bezug haben, ist es nicht unbedingt so lernförderlich, wie wenn wenn sie da auch noch einen engeren Bezug auch zu spüren. Transparente Einsicht über den Lernprozess mit der Kristallkugelfunktion beispielsweise. Ich will Sie auch wirklich auch diejenigen von Ihnen untern, die auf Gradecraft diese Kristallkugelfunktion auch noch nicht verwendet haben, wirklich da auch noch jetzt hereinzugehen, weil sie da auch wirklich ihren Lernprozess über das verbleibende Semester mit den verbleibenden Punkten, die noch zu erwerben sind, auch gut einsehen können und auch dann modifizieren können. Prinzipiell, sie können auch noch über 1 Million Punkte erwerben, selbst wenn sie bislang noch überhaupt keine Punkte erworben haben. Also es ist noch alles relativ stressfrei, in Anführungszeichen. Aber logischerweise, je weiter wir voranschreiten, desto schwieriger, in Anführungszeichen, wird es dann auch quasi den Teilnahmeschein, der auch dann zur Klausur Teilnahme berechtigt, zu erwerben. Was ist nicht so gut? Fehlender persönlicher Kontakt, klar. In einer idealen Welt, ich wäre natürlich auch wesentlich lieber mit Ihnen gemeinsam in einem Hörsaal und dass wir uns da auch wirklich auch persönlicher begegnen könnten. Ich glaube, da brauchen wir nicht wirklich drüber reden. Für mich im Idealfall wäre es quasi so, dass wir eine Präsenzveranstaltung haben, die ebenfalls auch quasi aufgezeichnet wird, weil wir dann quasi das Beste aus beiden Welten haben, sodass wir quasi da den persönlichen Kontakt haben. Allerdings auch noch, ich finde halt diese asynchrone Teilnahmemöglichkeit schon sehr attraktiv, weil sie halt dann die Videos entweder sich schneller abspielen lassen können oder nochmal Sachen wiederholen können. Ich denke, das hat sehr viele lernförderliche Effekte auch. Dann ein anderer Kontrapunkt, viel zu viele verschiedene
Plattformen zu überfordern, da stimme ich Ihnen ebenfalls auch zu, absolut, komplett. Ich bin auch nicht zufrieden, dass wir Piazza, Ilias, Greatcraft, YouTube, Zoom, das ist also im Idealfall, in einer idealen Welt, ist das quasi alles in einer einzigen Plattform kombiniert, wo Sie dann auch direkten Zugriff auf alle Informationen und auf alles zentral an einem Ort haben, insbesondere zu Beginn der Veranstaltung. Auf jeden Fall eine große Herausforderung, das sehe ich genauso. Die Schwierigkeit ist, dass wir halt leider keine Plattform haben, die das alles machen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber wir sind auch immer im Austausch und noch Alma, ja ebenfalls, Ilias, Alma. Also wir sind auch quasi in Kommunikation mit unserer Hochschule, um zu schauen, wie wir auch eventuell auch Sachen verbessern können, beispielsweise die Forumsfunktion bei Ilias. Vielleicht haben Sie ja auch Veranstaltungen, wo das auch verwendet wird. Und Sie sehen ja, wir haben jetzt mittlerweile schon so an die 3000 Beiträge. Wenn Sie sich das auf Ilias vorstellen, wird es halt langsam oder wird es halt da auch nicht immer so übersichtlich. Also das... ja, schwierig, schwierig. Aber manchmal zu viele Breakout-Räume, was ziemlich spannend war, weil einige von Ihnen finden halt die Breakout-Räume gerade als guten und spannenden Teil. Andere von Ihnen finden, dass es viele sind. Also das, ich glaube, da ist es in gewisser Weise, das war auch ungefähr gleich. Also das scheint dann auf einer guten Balance zu sein. Ich glaube, das kommt auch sehr dann auf die individuellen Lern- und Vorlesungspräferenzen auch an. Also das scheint sich gut zu wiegen. Hoher Arbeitsaufwand, genau, das ist auch, das ist halt auch in gewisser Weise halt diesem Gameful Learning Design, dass der Arbeitsaufwand vor allem über das Semester hinweg verteilt ist im Vergleich zu einem hohen Arbeitsaufwand nur in der Klausurvorbereitung, in der einen Woche vor der Klausur oder in den paar Tagen vor der Klausur, wo sie dann Bulimie lernen, basic quasi alle Zeit investieren. Wir probieren das natürlich über das Semester zu verteilen, sodass sie dann im Idealfall dann zur Klausurvorbereitung nicht wirklich noch wirklich viel mehr machen brauchen, weil sie schon durch das gesamte Semester so gut vorbereitet worden sind, dass sie auch da sehr gut dann ihre Sachen bestehen können. Und finaler Kontrapunkt, der auch von einigen von Ihnen auch verwendet oder gesagt wurde, ist, dass sie eine schlechte Internetverbindung haben, was dann auch natürlich zu Schwierigkeiten führt. Ich glaube, da Digitalisierungsstrategie unserer Bundesregierung, flächenweiter Ausbau von schnellem Internet, ich glaube, da stimmen wir auch alle überein, dass Internetverbindungen in unserer Zeit einfach absolut essentiell sind und auch reliabel einfach zu funktionieren haben. Und das ist natürlich auch dann nicht unbedingt schönes, wenn das dann halt nicht funktioniert. Jo, soweit. Quasi zur offiziellen Evaluation. Wir werden jetzt auch wieder unsere informellen Feedback-Runden Ihnen natürlich auch wieder anonym dann auch zur Verfügung stellen, sodass Sie uns auch natürlich auch weiterhin auch jetzt über das Semester hinweg auch Rückmeldung geben können, weil es ist ja nicht so, dass wenn die offizielle Evaluation vorbei ist, dass wir uns jetzt sagen, ach komm, jetzt sind uns die Studierenden völlig egal. Das ist natürlich Blödsinn. Sie sind uns nach wie vor genauso wichtig wie auch vorher und wir wollen auch von der ersten bis zur letzten Vorlesung und auch darüber hinaus Sie quasi auf dem Weg bestmöglich begleiten und unterstützen. Das ist ja völlig klar. Alright, viel Organisatorisches zu Beginn. Jetzt geht's aber los zu Lernstrategien. Und zwar, Sie haben auch schon da gesehen, dass die Lernstrategien vor allem auch einen starken Bezug zur Selbstregulation haben. Und das sehen Sie beispielsweise in dem Drei-Schichten-Modell, wo die Wahl von kognitiven Strategien und auch von metakognitiven Strategien auch ein klarer Teil sind,
von der Selbstregulation. Und auf der Ebene der kognitiven Prozesse ist es halt auch wirklich wichtig, dass sie sich überlegen, okay, welche Strategien verwenden sie, um wirklich auch effektiv und effizient auch lernen zu können und die Ziele, die sie haben, auch erreichen zu können. Und die Wahl von effektiven Lernstrategien ist dabei auch wirklich essentiell und auch Teil von selbstregulierten Lernen. Wir unterscheiden dabei, und das wollen wir uns heute auch vor allem anschauen, kognitive Lernstrategien und metakognitive Lernstrategien. Und dann habe ich Ihnen auch noch zwei Studien mitgebracht, wo Sie dann, wo wir die Effektivität von Lernstrategien auch nochmal betrachten wollen. Bevor wir allerdings mit dem Überblick über die verschiedenen Lernstrategien anfangen, würde ich Sie nun bitten, in Breakout-Räumen einfach zu reflektieren, welche Lernstrategien Sie denn persönlich schon während Ihrer Schul- oder Universitätszeit angewendet haben. Circa 6 Minuten in Breakout-Räumen. Ich öffne die auch schnell. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Okay. Genau, und wir machen das jetzt auch wieder so, dass wir die Breakout-Räume wieder gleich behalten, quasi über diese Veranstaltung, sodass Sie dann auch quasi sich auch noch da ein wenig mehr auch quasi untereinander austauschen können. Okay, bis gleich.
Alright, super. Willkommen zurück. Ich bin schon sehr gespannt, was Sie an Lernstrategien jetzt auch in Ihren Breakout-Räumen besprochen haben. Und vielleicht werden Sie auch die eine oder anderen Lernstrategien davon dann jetzt auch erkennen. Und zwar wollen wir uns dabei verschiedene Primärstrategien anschauen, sowohl kognitive Lernstrategien als auch metakognitive Lernstrategien. Wir fangen dabei jetzt aber mit den kognitiven Lernstrategien an. Die erste Kategorie von kognitiven Lernstrategien sind mnemonische Strategien. Das Hauptmerkmal von mnemonischen Strategien ist es, dass sie dabei wollen, dass neue Informationen im Arbeitsgedächtnis möglichst lange auch gehalten werden. Das können Sie beispielsweise schaffen, indem Sie Informationen, die Sie haben, Sie erinnern sich wahrscheinlich an eine andere von unseren ersten Vorlesungen, Arbeitsgedächtnis, Magic Number 7, dass hier 7 Informationschunks im Arbeitsgedächtnis gehalten werden können und auch da die Funktionen vom Arbeitsgedächtnis. Sie können Informationen quasi länger im Arbeitsgedächtnis erhalten, wenn Sie die Information häufig wiederholen. Das ist quasi ein Weg, beispielsweise wenn Sie im Kopf, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Telefonnummer sich merken wollen, gerade nicht zu schreiben haben und dann einfach die Telefonnummer, die Ihnen gesagt wird, dann häufig wiederholen. Dann gibt es die sogenannte Loki-Methode, die haben wir auch in dieser Sitzung auch besprochen. Das ist die Idee dabei ist es, dass dass verschiedene Begriffe mit Orten oder mit anderen Objekten verbunden werden, so dass sie dann auch eine wesentlich größere Anzahl an Informationen auch behalten und auch betrachten können. So können sie auch, und das funktioniert als Partytrick wirklich auch sehr gut, wenn Sie wollen jetzt irgendwie über die Festtage, das können Sie auch quasi innerhalb von einem Tag problemlos erlernen, können Sie quasi ein gesamtes Skat-Kartenspiel sich so vorbereiten, dass Sie das halt mithilfe der Loki-Methode memorisieren können. Das heißt, wenn jemand das Kartenspiel mischt und Sie dann quasi die Karten ziehen, gucken Sie sich alle die Karten an und können danach die Reihenfolge der Karten auch aufsagen. Wie funktioniert das? Und zwar, Sie haben ja quasi 4 Farben, Pik, Karo, Herz und so weiter und die verschiedenen Zahlen. Und dann verbinden Sie beispielsweise jede Farbe mit einem mit einer bestimmten Gegenstandskategorie. Sagen wir mal, Herz ist mit Autos verbunden, Karo ist mit Getränken verbunden und jede Zahl verbinden Sie dann mit vielleicht einer Person, wie irgendwie Olaf Scholz als König jetzt mittlerweile, Ursula von der Leyen als Queen und hier Boris Palmer als Bube beispielsweise oder auch komplett andere, ist ja natürlich völlig klar. Und dann mit der Loki-Methode, wenn Sie dann eine Karte gezogen haben, gehen Sie quasi einen virtuellen Weg, der Ihnen auch sehr bekannt ist, einfach entlang, so dass Sie dann quasi im Gedächtnis, wenn Sie jetzt sagen wir mal Herz-Bube gezogen haben, dass wenn Sie dann von zu Hause losgehen, aus der Tür heraus, an der ersten Straßenecke, sehen Sie Boris Palmer wie er mit seinem schwäbischen Daimler, müsste vielleicht eher der Kretschmer sein, mit seinem schwäbischen Daimler da
um die Ecke gefahren kommt. Dann ziehen sie die nächste Karte, gehen mit der Loki-Methode quasi ihren virtuellen Weg weiter und an der roten Ampel begegnet ihnen dann Ursula von der Leyen und vielleicht ist jetzt dann eine andere Farbe, vielleicht eine Aktivität, wie Ursula von der Leyen einen Tweet versendet. Oder, und so können sie quasi eine eigene Geschichte bilden und dann, wenn sie die Informationen wieder abrufen, müssen anstelle von den sehr abstrakten Informationen, wie irgendwie Herz, Bube, Karo, Queen und so etwas, können sie dann quasi den Weg nachgehen und das dann wieder zurück übersetzen. Also wirklich faszinierend. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen, das auch mal selber auszuprobieren. Sie werden auch wirklich sehr überrascht sein, wenn Sie sich da diese verschiedenen Sachen überlegen, wie schnell Sie auch da über diese Magic Number 7 hinausgehen, wie Sie da quasi mit dieser Methode auch quasi Ihr Arbeitsgedächtnis auch sehr stark verbinden können. Vielleicht auch etwas anderes, was auch in gewisser Weise daraufhin abzielt, wenn Sie sich Notizen machen und beispielsweise viel Faktenwissen halt lernen müssen und lernen wollen, vielleicht auch für diese Klausur, und Sie quasi in Ihren Notizen verschiedene Orte quasi auf diese Notizblätter halt malen, dann können Sie, wenn Sie sich danach später in der Klausur an bestimmte Informationen zurückerinnern wollen, die dann mit diesen Orten verknüpfen, um dann quasi den Abruf dann auch zu erleichtern. Dann, drittes Merkmal ist die Schlüsselwortmethode, wo die vor allem auch im Sprachlichen und zum Sprachenlernen auch viel verwendet wird, dass man quasi visuelle oder auch phonetische Hilfsmittel halt verwendet. Also sowas, so wenn beispielsweise Wörter ähnlich klingen, Bienen, Bohne, und dass man sich dann halt so etwas überlegt, wie irgendwie die Biene sitzt auf der Bohne. Also wenn Sie sich das dann so halt besser merken können. Also ist, dass Sie halt da vielleicht auch andere Verknüpfungen auch finden. Dann strukturierende Lernstrategien, die Sie verwenden können, die vor allem zum Selektieren und zum Organisieren dienen. Das sind solche Lernstrategien wie die Erstellung von Mindmaps, wie die Erstellung von Conceptmaps, so dass Sie da auch wirklich Verbindungen zwischen verschiedenen Konzeptbereichen auch wesentlich besser sehen, um auch dann die Querverbindungen, jetzt beispielsweise für unsere Vorlesung, zwischen den einzelnen Vorlesungsthemen auch besser sehen und dadurch die Informationen, die ihnen gegeben werden, neu und wieder konstruieren, sodass sie dann quasi mit einer besseren Organisation auch ein besseres Verständnis haben. Das ist auch ein Grund dafür, warum sie auch hier auch Punkte kriegen können für Mindmaps, weil in gewisser Weise ich habe selber in meinem Studium ich habe im Mathe und Physik studiert und da auch und Erziehungswissenschaften, logischerweise, wenn ich das jetzt mache, klar. Da habe ich halt vor jeder oder quasi bei der Vorbereitung zu meinen Prüfungen vor allem auch mir quasi solche Concept-Maps auch gemacht, wo ich mir halt auch die Querverbindungen aufgezeigt habe. Und es war auch für mich quasi ein sehr hilfreiches Werkzeug, um auch Querverbindungen dann auch zu sehen. Dann andere strukturierende Strategie ist es, Exzerpte zu schreiben, also quasi selber Informationen zusammenzufassen, gerade wenn es viele Informationen gibt, viele große Texte und da quasi die wichtigsten Informationen herauszieht. In gewisser Weise diese Reading Reaction, die Sie schreiben können.
können auch als Exzerpte dienen, wenn sie quasi die, also die, sie können die Reading Reflections logischerweise komplett frei und flexibel schreiben und auch beispielsweise ihre persönlichen Eindrücke davon schildern, aber wir sehen auch, dass einige von ihnen die quasi verwenden, um quasi eine Kurzzusammenfassung von den jeweiligen Texten zu schreiben, quasi genau in die, dieser Exzerpt Lernstrategie. Also sie sehen wirklich quasi, wie wir schon in der Vorlesung auch quasi implizit probieren, sie quasi in, darauf vorzubereiten, wie sie halt Lernstrategien auch verwenden können. Dann eine dritte strukturierende Lernstrategie, die wir ihnen an die Hand geben wollen, ist Visualisierungen auch zu verwenden und zu nutzen, beispielsweise mit Venn-Diagrammen oder auch mit anderen Formen von Visualisierung, wo sie dann quasi ihren Lernprozess und die Organisation von ihrem Wissen auch besser strukturieren können. Dann, dritte kognitive Lernstrategie sind generative Lernstrategien. Dabei wollen wir vor allem, dass das tieferes Verständnis hinzugefügt wird, dass sie tieferes Verständnis über die Inhalte erlangen. Möglichkeiten, das zu machen, ist es beispielsweise, dass sie Wissen, was ihnen gegeben wird, neu interpretieren, darüber elaborieren und auch quasi neue Inhalte und neue Beispiele, Analogien sich überlegen und auch generieren. Machen wir beispielsweise auch relativ häufig in solchen Breakout-Räumen, wo sie halt vorher von mir verschiedene verschiedenen inhaltlichen Input kriegen und sich dann quasi im Transfer das auf eine eigene Situation auch betrachten und sich ein Beispiel dann auch überlegen. Anderes Beispiel ist quasi, wenn sie einer anderen Person etwas erklären, vor allem auch in den Naturwissenschaften ist das auch eine sehr beliebte Strategie, wenn sie da quasi Lösungen in der Mathematik oder in der Physik von wöchentlichen Arbeitsblättern quasi dann ihren Mitstudierenden erklären, um dann das Wissen, was sie neu erworben haben und auch die Schwierigkeiten auf dem Weg, auf dem Lernprozess, dann auch wirklich sichtbar und erkennbar machen, um dann das Wissen auch weiter zu vermitteln. Weil indem sie das Wissen weitergeben an andere, haben sie automatisch die Wiederholung und auch ein tiefergehendes Verständnis, weil sie dann auch noch reflektieren müssen, okay, wieso ist das so? Warum, wie ist der Lösungsweg? Wie bin ich da vorgegangen? Wieso auf dieser Ebene und nicht auf der anderen Ebene? Aber das können sie auch quasi genauso übertragen jetzt auf diese Veranstaltung, beispielsweise mit diesen Erklärvideos. Super Beispiel, wo sie quasi anderen Personen, jetzt in dem Fall ihren Mitstudierenden, Sachverhalte nochmal genauer erklären. Sie sehen auch da wieder die Verbindung zu unserer Veranstaltung. Dann, genau, also das sehen sie quasi in Bezug auf die kognitiven Strategien. Und für die metakognitiven Strategien, da ist vor allem im Fokus, wenn sie sich jetzt da dieses Drei-Schichten-Modell nochmal genauer betrachten, ist der Fokus vor allem auf der Regulation der Lernprozesse. Und da wollen sie auch vor allem quasi das Lernverhalten und das eigene Handeln besser betrachten und besser reflektieren. Wir haben da quasi drei verschiedene Kategorien, die zu den metakognitiven Primärstrategien auch da gezählt werden. Planen, überwachen und bewerten. Und das Planen ist dabei vor allem auch in der präaktionalen Phase zu
sehen, wo sie da diese Lernstrategien verwenden können. Und dies kann Aktivitäten beinhalten, wie beispielsweise die klare Formulierung von Lernzielen. Was wollen Sie erreichen? Was ist das Ziel? Wo wollen Sie stehen? Und dass Sie dann auch bewusst Lernstrategien wählen, um zum Ziel zu gelangen. Also, dass Sie quasi Ihren Lernprozess strukturieren. Auch unter anderem, dass Sie sich dabei überlegen, okay, was für Lernbausteine brauchen Sie, um das Lernziel zu erreichen? Welche Teile vom Lernstoff haben Sie vielleicht schon sehr gut in Ihrem Fähigkeitsbereich? Wo müssen Sie vielleicht noch mehr Zeit aufwenden? Und wie wollen Sie quasi die Intensitäten regulieren, dass Sie lernen? Und auch wann wollen Sie lernen? Also jetzt das Stichwort Spacing im Vergleich zu Prokrastination und zu Cramming, also wenn Sie halt alles dann sehr geballt lernen, also quasi wirklich, dass Sie da sich einen Plan machen, wie Sie vorgehen wollen, um die Ziele, die Sie formuliert haben, zu erreichen und dass Sie auch dann quasi basierend auf Ihren eigenen Erfahrungen, die Sie ja im Verlauf Ihres Lebens erworben haben, wissen, okay, ich habe jetzt da drei Lernziele. Aber nicht für jedes Lernziel muss ich die gleiche Strategie verwenden, sondern für manche Lernziele ist vielleicht die eine Strategie effizienter als die andere Strategie. Und quasi diese metakognitiven Überlegungen sind dann sehr hilfreich, dass sie dann ihre Ziele auch wirklich erreichen. Also kann ich Ihnen auch wirklich auch nur persönlich auch sehr empfehlen, sich auch darüber wirklich bewusst zu werden, wie sie vorgehen und warum sie so vorgehen, weil dies auch sehr lernförderlich ist. Dann eine metakognitive Strategie, die vor allem in der aktionalen Phase von Bedeutung ist, ist das Überwachen. Und dabei gibt es auch verschiedene Prozesse, die in den Vordergrund gestellt werden. Also beispielsweise, wenn Sie in einer Vorlesung sitzen, dass Sie sich genau überlegen, okay, was fällt Ihnen schwer, was fällt Ihnen einfach? Oder wenn Sie quasi in einem Lernprozess drin sind, dass Sie dann auch so reflektieren, okay, die Strategien, die ich verwende oder die Ziele, die ich erreichen will, was fällt Ihnen dabei einfacher, was fällt Ihnen dabei schwerer? Es ist wieder... Sie erinnern sich zur Selbstregulation die effektive Verwendung von Lernstrategien. Natürlich, Sie können eine Vielzahl an Lernstrategien verwenden, um zu Ihrem Ziel zu gelangen. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr Lernziel zu erreichen innerhalb von 20 Stunden oder innerhalb von 2 Stunden mit jeweils 2 verschiedenen Strategien, dann wollen Sie natürlich den Weg verwenden, um zu Ihrem Lernziel zu gelangen in nur 2 Stunden. Also beispielsweise, wenn Sie Vokabeln lernen, jetzt im Sprachgebrauch, lernen Sie bitte nicht die Vokabeln, die Sie eh schon wissen. Oder wenn Sie da keine Lernstrategie, wo Sie halt selber wissen, dass die Lernstrategie nicht lernförderlich ist. Wenn Sie beispielsweise wissen, okay, hey, ich kann mir die Vokabeln immer irgendwie laut vorlesen, irgendwie Deutsch und Finnisch, sag ich mal, wenn Sie gerade Finnisch lernen, dann können Sie das machen, aber wenn Sie wissen, hey, ich bin wirklich wesentlich effizienter, wenn ich vielleicht die Vokabeln schreibe, dann wissen Ihnen halt, dann quasi in diesem Lernprozess müssen Ihnen halt auffallen, welche Strategie dabei besser oder weniger gut gelingt. Genauso wenn Sie sich vielleicht etwas Neues erarbeiten wollen und auch merken, okay, hey, mir fallen Sachen nicht so leicht oder ich habe irgendwie Verständnisschwierigkeiten, ist es auch da zu empfehlen, dass Sie sich die Schwierigkeiten wirklich auch explizit notieren, sodass Ihnen quasi auch klar wird, während der aktionalen Phase, während Sie quasi im Lernprozess drin sind, die Schwierigkeiten direkt
explizit zu machen, explizit zu dotieren, entweder schriftlich oder mündlich, weil sie dann quasi dann in der, im nächsten Schritt, in der postaktionalen Phase das Wissen, was schwierig war, dann für die Modifikation wesentlich expliziter da, wesentlich expliziter auch haben. Das ist quasi auch insbesondere wichtig, wenn sie halt größere Prozesse betrachten, weil was sie wirklich wollen, ist, dass sie effektiv und effizient vorgehen. Und zu identifizieren, wo eventuell Schwachstellen liegen, ist dabei auch ein wirklich essentieller Bestandteil auch. Und das darüber hinausgehen ist es natürlich, dass sie während des Lernens auch immer reflektieren wollen und überprüfen wollen, okay, die Lernstrategien, die sie verwendet haben, sind diese Lernstrategien zielführend, helfen sie, damit sie auch die von ihnen gestellten Lernziele dann auch erreichen. Und dann quasi in der postaktionalen Phase als Lernstrategie ist vor allem das Bewerten zu sehen, wo sie dann die Lernergebnisse, die sie haben, mit Lernstandards, die beispielsweise auch von ihnen selber gesetzt werden, verglichen werden. Also dazu haben sie auch verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich da diese, den Lernprozess bewerten können, beispielsweise indem sie sich selber Fragen stellen, um quasi ihr Wissen zu überprüfen. Also so eine gewisse Self-Testing-Strategie. Also wenn sie beispielsweise Karteikarten schreiben mit Klausurfragen oder jetzt hier mit Quizfragen und dann halt diese verwenden, um quasi den Weg zu ihrem Lernziel zu überprüfen. Oder wenn sie quasi anderen Lernenden ihren aktuellen Kenntnisstand erklären und quasi über diese Erklärung auch quasi ihr Verständnis, was sie von gewissen Bereichen haben, überprüfen wollen, sodass ihnen dann quasi ihre Mitstudierenden dann halt sagen würden, okay, ja, hier Christian, der bestimmt halt von deinem Wissen, das klingt schon sehr gut, aber der andere, da ist noch das noch Steigerungspotenzial da. Also das ist, dass sie sich da auch quasi wirklich überlegen, okay, wie können sie vorgehen, um in der Reflexion metakognitiv die Lernergebnisse auch vergleichen zu können. Und wenn sie dann beispielsweise merken, okay, hey, es funktioniert nicht so, wie sie wollen, vielleicht liegt das dann auch an den Lernstrategien und vielleicht müssen sie dann halt auch da etwas von den Lernstrategien auch verändern und auch modifizieren. Alright, also wir haben jetzt eine Vielzahl an Lernstrategien jetzt nochmal genauer kennengelernt und ich würde Sie jetzt nun bitten, die Lernstrategien, die Sie in Ihren Breakout-Räumen vorhin beschrieben haben, quasi in den gleichen Breakout-Räumen jetzt nochmal zu reflektieren und auf diese verschiedenen Primärstrategien, die Sie jetzt kennengelernt haben, zu mappen, sodass Sie dann sagen, okay, hey, die Lernstrategie A, das ist eine Lernstrategie in diesem einen Bereich und das ist eine Lernstrategie in dem anderen Bereich beispielsweise. Genau, das Gleiche ist natürlich auch für diejenigen von Ihnen, die quasi auf YouTube die Veranstaltung verfolgen, was Sie sich vorhin überlegt haben, pausieren Sie jetzt ruhig das Video und mappen Sie das dann quasi auf diese anderen auf diese Kategorisierung von Lernstrategien. Circa 4 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich freue mich. Los geht's.
Alright, so, cool. Dann schauen wir uns jetzt nun, wo wir diese verschiedenen Primärstrategien jetzt kennengelernt haben, nochmal genauer an die Wahl von Zielen und von Ressourcen und dabei vor allem die Regulation des Selbst in Bezug auf die Selbstregulationsstrategie, was es da für Lernstrategien gibt. Vielleicht werden Sie das auch quasi in Ihren Breakout-Räumen gemerkt haben, dass Sie da Strategien vorher benannt haben, die noch nicht vorgekommen sind. Und dann fragen Sie sich vielleicht, okay, hey, wo werden die denn eingeordnet? Eventuell werden Ihnen jetzt auch da diese Fragen jetzt auch beantwortet. Und zwar da ist es vor allem wichtig, sich drei verschiedene Strategietypen zu betrachten. Zum einen Ressourcenstrategien, dann volitionale Strategien und selbstbilderhaltene Strategien, die wir uns anschauen. Dann vor allem in Bezug auf die motivationalen Strategien mit den Ressourcen wollen Sie so vorgehen, dass Sie die externen Ressourcen, die Sie haben, möglichst gut und geschickt einsetzen für Ihren Lernprozess. Also, dass Sie halt sowohl die Zeit, die Sie aufwenden, möglichst effizient einsetzen, weil der Tag hat leider nur 24 Stunden. Ich finde das ebenfalls auch sehr problematisch häufig. Das heißt, Sie haben nur begrenzt Zeit, um quasi alles zu machen, was Sie wollen. Es ist daher wirklich auch essentiell, dass Sie sich überlegen, okay, wie wollen Sie Ihre Zeit einsetzen, um auch dann die eventuell verschiedenen Lernziele, die auch vielleicht auch in gewisser Weise dann um Ihre Zeit konkurrieren, wie wollen Sie da vorgehen? Also es ist auch dabei wirklich wichtig, vor allem auch wieder in der präaktionalen Phase, dass Sie sich einen Plan machen, einen Zeitplan, dass Sie sich wirklich genau überlegen, okay, wann will ich was machen, wie will ich vorgehen, wann lerne ich wofür und für welches Lernziel. Dabei ist es halt auch eine andere externe Ressource, sind vielleicht Ihre Mitlernenden, die vielleicht ähnliche Lernziele verfolgen, dass sie sich dann vielleicht auch zusammentun, um vielleicht auch gemeinsam Lernziele zu verfolgen oder auch quasi auf ihre Mitlernenden zurückgreifen, um zu schauen, okay, wie verwenden die Zeitressource? Wann bereiten sich ihre Mitlernenden darauf vor, ihre Lernziele zu erreichen? Stichwort Leaderboards, Stichwort, dass sie auf Gradecraft quasi bei der Punkteerreichung als Lernziel übergeordnet die Punkte repräsentieren, dabei einen Wissenszuwachs sehen im sozialen Vergleich, wo stehen sie, wie wollen sie da auch weiter vorgehen, um dann sich anzuschauen, okay, welche Ressourcen haben sie schon eingesetzt, welche Ressourcen müssen sie noch einsetzen, um quasi auch ihre Ziele zu erreichen. Oder auch quasi, wenn sie in einer Lernsituation drin sind, dass sie sich Lerngelegenheiten so herrichten, dass sie keine Zeit mit externen Sachen verlieren, sodass sie sich halt da auch wirklich quasi auf den Lernprozess fokussieren können und jetzt nicht von anderen Sachen abgelenkt werden. Also quasi eine klare und eine cleane Umgebung kann Ihnen dabei auch sehr, sehr helfen. Was auch quasi dann insbesondere wichtig ist für den Bereich der Volition. Wenn Sie quasi die Motivation und die Aufmerksamkeit, Anstrengung aufrechterhalten wollen, während des Lernprozesses, in der aktionalen Phase, da ist es halt insbesondere wichtig, dass Sie sich von irgendwelchen Ablenkungen halt möglichst fernhalten. Also vielleicht das Telefon anstelle von der Oberfläche halt umdrehen, dass Sie halt da von irgendwelchen aufploppenden WhatsApp-Nachrichten nicht abgelenkt werden. Oder dass Sie, wenn Sie lernen, okay, ist jetzt in Corona etwas schwierig, aber dass Sie quasi in einer Bibliothek lernen, wo sie dann von anderen Reizen, wie beispielsweise dem Kühlschrank in ihrer WG, nicht abgelenkt werden. Oder dass, wenn sie halt sehr viele
Aufgaben zu erledigen haben, dass sie sich selber Prioritäten setzen, was sie machen wollen und wie sie vorgehen. Also es ist wirklich, wichtig, sich auch da quasi zu überlegen, wie sie den Lernprozess gestalten oder wenn sie quasi auch negative Empfindungen haben, weil sie vielleicht auch schlechte Erlebnisse gehabt haben, dass sie sich dann für den Lernprozess sagen, okay, hey, in diesen 30 Minuten will ich jetzt das Ziel erreichen, ich blende alles bewusst aus, mit den Problemen beschäftige ich mich erst in 30 Minuten wieder, aber jetzt von 9.20 Uhr bis 9.50 Uhr fokussiere ich mich jetzt nur auf diese eine Lernaufgabe und auch logischerweise, dass sie sich dann auch sagen, okay, hey, ich beschäftige mich jetzt nur mit dieser einen Aufgabe und als Belohnung, wenn ich das gemacht habe, jetzt auch wieder Stichwort Konditionierung, belohne ich mich mit irgendwie leckerem Baumkuchen beispielsweise oder mit irgendetwas anderem. Genau, und dann, wenn Sie quasi Lernergebnisse haben, ist es wichtig, dass Sie Lernergebnisse in der postaktionalen Phase dann auch beurteilen, so dass Sie halt Ihr Selbstbild auch möglichst gut erhalten können. Sie haben auch da quasi, wir haben auch da schon quasi in einer vorherigen Vorlesung zum Selbstkonzept, haben Sie auch schon diese Tabelle der Kausalattributionen auch schon gesehen und das ist natürlich auch eine klare Lernstrategie, die Sie auch da verwenden können, je nachdem, wie Sie dann Ihren Lernerfolg zuschreiben, ob Sie den dann lokal, external und dann irgendwie stabil oder variabel dann auch betrachten. Also, dass wenn Sie halt, dass wenn Sie Misserfolge haben, diese dann vor allem auch auf mangelnde Anstrengung beispielsweise zurückführen, anstelle von einer Zuschreibung auf mangelnde Begabung, weil es ansonsten für ihr akademisches Selbstkonzept negative Auswirkungen haben könnte. Also ist es halt auch wirklich wichtig, dass sie sich da quasi auch wirklich über diese verschiedenen Prozesse zur Selbstregulation, zum Selbstbild auch wirklich auch im Klaren sind, die auch wirklich alle auch in Bezug stehen zu diesen verschiedenen Selbstregulationsmodellen, die wir in der vergangenen Woche auch kennengelernt haben. Dabei haben Lernende in gewisser Weise auch eventuell Unterschiede in den Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen und auch zu den Lernstrategien, die verwendet werden. Diese Defizite werden in verschiedene Kategorien oftmals eingeteilt. Zum einen das Mediationsdefizit, wenn Lernende nicht die kognitiven Voraussetzungen haben, Lernstrategien auch wirklich kompetent anwenden zu können. Dann haben Sie ein Produktionsdefizit, was sich vor allem dadurch ausdrückt, dass Lernstrategien in bestimmten Lernsituationen nicht angewendet werden, weil zum einen von Lernenden die Lernbereitschaft fehlt oder weil das metastrategische Wissen, wann sie welche Lernstrategie anwenden können, einfach fehlt. Also so etwas wird als Produktionsdefizit beschrieben. Und dann das Nutzungsdefizit ist beschrieben, wenn die Lernstrategien, die sie erworben haben, nicht automatisiert und automatisch angewendet werden. Also, dass sie quasi die Lernstrategien vielleicht mal gehört haben, aber sie nicht automatisch, intuitiv in ihren Lernprozessen jedes Mal auch gut anwenden. Und das sehen Sie quasi auch im wenn Sie neue Lernstrategien erwerben und diese dann einsetzen wollen, haben Sie da verschiedene Phasen zum effektiven Lernstrategiegebrauch. Also zunächst haben Sie das Mediationsdefizit, wo Personen dann nicht in der Lage sind, strategisches Verhalten zu zeigen. Dann das Produktionsdefizit, die Fähigkeit, Lernstrategien einzusetzen, zwar vorhanden ist, aber
der intrinsische Antrieb, diese auch wirklich zu verwenden und auch die genaue Anwendung nur mit zusätzlichen Hilfestellungen auch erfolgen kann. Dann das Nutzungsdefizit, wo Strategien zwar vielleicht mal spontan angewendet werden, aber nicht wirklich zielführend und auch nicht wirklich effizient. Also sie durchlaufen quasi diese verschiedenen Phasen, wenn sie neue Lernstrategien erwerben und auch anwenden, bis sie dann wirklich auch effektiv und effizient dann zu der Anwendung von diesen Lernstrategien auch gelangen. Und das sehen Sie halt auch in gewisser Weise, wenn Sie neue Lernstrategien erwerben und sich das betrachten auf den Lernzuwachs, auf die Lernleistung. Wenn Sie zunächst alte Lernstrategien haben und dann quasi bei einer gewissen Lernleistung liegen, wenn Sie diese alten Lernstrategien verwenden, wenn Sie dann zum ersten Mal eine neue Lernstrategie verwenden, dann sehen Sie häufig, dass Ihre Lernleistung etwas schwächer ist, bis Ihre Lernleistung quasi nach wiederholter Anwendung von den neuen Strategien wieder nach oben geht. Und dann auch, weil diese neueren Lernstrategien dann auch effizienter sind, dann Ihre Lernleistung übersteigt. Und so etwas wird auch als Motivationstal in gewisser Weise bezeichnet. Also ist es halt auch dabei wirklich essentiell, dass wenn Sie neue Lernstrategien erwerben, nur weil der Einsatz der Lernstrategie vielleicht beim ersten oder zweiten Mal nicht so gut funktioniert, dass Sie dann sich nicht davon demotivieren lassen, sondern dass wenn Sie merken, okay, die Lernstrategie ist theoretisch erfolgreich, dass Sie diese Strategie denn auch weiterhin auch noch verwenden. Prinzipiell ist der Erwerb von Lernstrategien schwieriger als vielleicht naiv angenommen wird, weil Strategieerwerb eigentlich wenig nur beiläufig erworben wird. Also solche Lernstrategien werden kaum mit der Zeit automatisch erlernt, sondern sie erlernen viele Strategien relativ spät erst und Strategien, die halt wir sehen auch vor allem, dass direkte Interventionen, wenn Lernende selber Lernstrategien erklärt bekommen, um diese dann anzuwenden, dass so etwas wesentlich effektiver ist im Vergleich zu indirekten Interventionen, wenn Sie beispielsweise die Lernumgebung umgestalten oder wenn Sie Lehrkräfte schulen in Bezug auf den Umgang von Lernstrategien. Was wirklich wesentlich effizienter ist, ist es dabei wirklich direkte Interventionen mit den Lernenden zu machen, um den Strategieerwerb auch wirklich explizit auch zu fördern, sodass die verschiedenen Defizite, die wir betrachtet haben, dann auch möglichst schnell in diesen Phasen dann auch durchlaufen werden können. Wie können solche Lernstrategieinterventionen aussehen? Dazu würde ich Sie jetzt nun bitten, in dem nächsten Breakout-Raum sich vorzustellen, dass Sie die Ergebnisse von unserer Studie, die Sie in der letzten Woche gesehen haben, sich zu Herzen führen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Studienberatung von dem Empirische Bildungsforschung und Pädagogische Psychologie, EBPP, Studiengang und haben jetzt gehört, Lernstrategien können vor allem dann erworben werden, wenn sie in einer direkten Intervention verwendet werden. Wie würden Sie da vorgehen und welche Inhalte würden Sie dafür auch verwenden würden? Wie würden Sie quasi da Ihren Workshop gestalten? Vielleicht da als Hinweis, Sie wollen da vor allem Prokrastinierende und Low-Engagement-Studierende unterstützen. Also stellen Sie sich vor, wissen in der Mitte des Semesters, okay, viele Studierende haben quasi zeigen Low-Engagement oder prokrastinieren sehr stark und Sie wollen insbesondere diese Studierenden mit Ihrem Lernstrategie-Workshop unterstützen. Wie gehen Sie vor? Wie sieht dieser Workshop aus?
circa 8 Minuten für die Grobplanung und dann bitte auch Ihre Ideen, nur dass Sie das schon wissen, vielleicht in so einem Word-Dokument oder so zusammenschreiben. Ich werde nämlich die Gruppen danach bitten, die Ideen quasi in das Chatfenster alle zu stellen, weil vielleicht sind da auch ein paar spannende Ideen dabei, die wir halt auch dann real unserer Studienberatung dann auch übermitteln können. Alles klar, also los geht's. Ich würde sagen auch, wir bleiben wieder in den gleichen Breakout-Räumen und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Frohes Interventionsplan. Bis später.
Alright, so. Willkommen zurück. Ich freue mich, dass Sie auch da auch so fleißig bestimmt auch da verschiedene Interventionsdesigns für Lernstrategie-Trainings entwickelt haben. Ich würde Sie bitten, quasi Ihre Dokumente in das Chatfenster auch zu stellen. Wir laden die dann herunter und werden die dann eventuell synthetisieren und dann auch quasi an unsere Studienberatung halt auch weiterleiten. Vielleicht sehen Sie dann, dass wir da auch quasi einen Workshop in den weiteren Semestern dann auch anbieten werden. Ich finde, es wäre auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Alternative, freiwillig logischerweise. Oder da könnte man eigentlich auch so ein gutes Blog-Seminar zu machen, dann würden Sie da auch noch so ein paar ECTS auch für kriegen. Also ich denke halt, so Lernstrategie, Training allgemein ist schon auch etwas, was auch sehr lernförderlich halt auch einfach sein kann und was Ihnen auch wirklich auch sehr gut bei helfen kann, quasi für den Erfolg Ihres Studiums und auch darüber hinaus auch. Okay, wenn wir uns jetzt nun betrachten, okay, die Wirksamkeit und die Effektivität von Lernstrategien, wir haben dazu auch selber eine Studie auch gemacht in einem Microbiology-Kurs, wo wir Studierende zu Beginn und zum Ende des Semesters gefragt haben bezüglich der Lernstrategien, die Studierende verwendet haben und dazu halt Lernstrategien wie Spacing, Self-Testing, Videos, Lecture-Videos, also das, was Sie jetzt auch auf YouTube sehen können, dass Sie die Sachen halt sich nochmal anschauen, Visualisierungen machen oder halt auch von den Texten, dass Sie da Sachen halt einfach nur markieren, was da so die Lernstrategien waren zum einen und auch was für Strategien dann in Bezug auf die Klausurergebnisse, die die Studierenden da gehabt haben, wie da die Ergebnisse auch waren, wie da welche Lernstrategien dafür auch wirklich erfolgreich waren. Und wir haben gefunden, dass vor allem Spacing, Self-Testing und Visualisierungen mit positiven Lernerfolg und mit positiven Lernleistungen auch korreliert waren, im Gegensatz zu Studierenden, die das Highlighten von Textabschnitten in der Literatur als Hauptlernstrategie verwendet haben. Diese Studierende haben schwächer oder Studierende, die diese Strategie hauptsächlich verwendet haben, haben schwächer abgeschnitten. Von daher vielleicht so auch da als Hinweis für Sie, welche Lernstrategien da auch als erfolgreicher. Jetzt hier für diesen Biologie-Kontext, aber da kann man auch in gewisser Weise dann auch sehen, dass bis man sich dann halt betrachtet, inwieweit das denn jetzt auch jetzt für unsere Veranstaltung beispielsweise übertragbar wäre. Aber dass Sie halt auch da wieder sehen, so etwas wie Spacing, Self-Testing, Sie können ja auch, das fände ich halt auch prinzipiell richtig cool, wenn sich vielleicht ein oder zwei von Ihnen einfach zusammenschließen und vielleicht als Blogbeitrag so ein kleines Tool entwickeln, wo Sie quasi Quizfragen zur Klausurvorbereitung schreiben können und die dann halt auch Ihren Mitstudierenden zur Verfügung stellen, so dass die dann quasi dann ihr Tool auch dann zur Klausurvorbereitung auch verwenden können, beispielsweise. Also wir machen das ja in gewisser Weise jetzt mit unseren wöchentlichen Quizzen, aber das kann natürlich auch auf ihrer Eigeninitiative auch sein, dass Sie da quasi ein weiteres Self-Testing-Tool entwickeln und auch ihren Mitstudierenden auch bereitstellen. Dann habe ich Ihnen noch eine weitere Strategiestudie, und zwar eine Meta-Analyse mitgebracht.
wo eine Vielzahl von Studien zusammengefasst wurden und da die Effektstärken betrachtet worden sind. Also im Vergleich zu der einen Studie, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, vor allem auch, weil ich halt auch Teil von dem Studienteam war, bin ich ehrlich, aber quasi, dass ich auch da nochmal den etwas größeren Überblick auch sehen. Und quasi von dieser Meta-Analyse, da sehen Sie vor allem, dass kognitive Strategien und metakognitive Strategien, wie beispielsweise das Planning, diese Planungsphase, dabei auch vor allem wichtig war und auch positiv mit deren Leistung korreliert ist. Bei der Rehearsal-Strategie ist es halt auch so, so dass wieder wie das Self-Testing in gewisser Weise, was auch da jetzt wieder positive Effekte gehabt hat, als auch, was auch relativ spannend ist, generelles metakognitives Wissen. Ebenfalls sehr positiv mit Lernerfolg und Performance korrigiert. Also wirklich auch die metakognitiven Vorgehensweisen, die wir vorhin kennengelernt haben, sehr von Vorteil in Bezug auf Lernerfolg. Vielleicht noch last but not least, Learning Styles oder Lernstile, Sie werden es auch sicherlich auch schon gehört haben, es kam jetzt auch in einigen Reading Reactions vor, die Annahme, dass jeder Mensch einen spezifischen Lernstil hat, also dass man sagt, oh, ich bin ein visueller Lerntyp oder ich bin ein auditiver Lerntyp. Sehr beliebte Theorie, wird sehr häufig auch von sehr vielen Leuten wirklich auch religionsmäßig fanatisch vertreten, ist auch sehr populär, allerdings empirisch überhaupt nicht belegt, eher sogar widerlegt worden. Von daher wäre ich da wirklich sehr vorsichtig an Ihrer Stelle quasi, dann Ihre Lernstrategien, die Sie verwenden, dann in Bezug auf diese Learning Styles zu beziehen, weil es dafür halt keinerlei wissenschaftliche Evidenz gibt. In den Folien habe ich Ihnen auch da auch noch einen, Link auch bereitgestellt, wo Sie da auch noch, mehr darüber auch lesen können. Oder wenn Sie auf Piazza einfach nach Learning Styles einfach suchen, da werden Sie sehen, da habe ich Ihnen auch noch einige andere Studien auch dazu auch quasi bereitgestellt. Ja, genau. Also so weit zu den Lernstrategien. Und wir wollen uns in der nächsten Vorlesung vor allem von der Psychologie des Lernenden, die wir jetzt in den vergangenen Wochen betrachtet haben, auf die Mesoebene wechseln und uns quasi Unterrichtsprozesse, Unterrichtsmodelle genauer betrachten. Das als Hauptziel der nächsten Vorlesungswoche. Alles klar. Also ich freue mich wirklich, dass Sie alle dabei waren. Vielleicht auch noch eine kurze Erinnerung, weil die Frage gerade im Chat kam. Diejenigen von Ihnen, die in den Top 20 sind, schreiben mir bitte eine E-Mail-Adresse. Schreibe ich auch nochmal gleich in den Chat rein. Aber Sie haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe, habe ich gehört. Ich bin da selbst nicht drin, was auch vielleicht von Vorteil ist, weil ich will natürlich auch, dass Sie dass Sie quasi untereinander Raum haben, Sachen zu reden, von denen ich nichts mitkriege. Finde ich super und das ist, sollten Sie auf jeden Fall auch so beibehalten. Aber vielleicht als Erinnerung, wenn Sie halt wissen, dass da wer in den Top 20 ist, sagen Sie, dass diejenigen mir schreiben sollen. Das würde mich freuen. Alles klar. Freue ich mich und, oh, ich sehe, das ist eine Meldung, perfekt. Oh, wenn Sie wollen, können Sie auch quasi live in die Vorlesung herein und Ihre Frage real stellen. Dann sind Sie auch hier auf YouTube. Okay, ich schaue kurz, also wenn Sie wollen, können Sie das, ja. Wenn jemand anderes das abholt, wenn man selbst nicht in Tübingen wohnt, also wenn wir wenn wir ihn schreiben, wer das für uns abholt aus unserem Studiengang quasi.
Genau, also die Frage war, ich bin mir nicht sicher, ob es gerade jetzt auch mit der Aufzeichnung jetzt geklappt hat. Die Frage war, ob es quasi auch eine andere Person für jemanden abholen kann. Ja, absolut, also klar. Und logischerweise Corona-mäßig, wenn es sich auch wer bereit erklärt, das halt für 3, 4 Personen völlig klar ist, ist alles sehr zu begrüßen, natürlich. Wobei ich mich natürlich auch sehr freue, quasi persönlicher Kontakt logischerweise möglichst viele von Ihnen auch noch so ein bisschen kennenlernen zu können, logischerweise. Alles klar, super, ich freue mich. Und ich schreibe noch kurz meine E-Mail-Adresse nochmal in das Chatfenster. Aber wünsche Ihnen dann frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann in 2022. Ich freue mich auf Sie auf jeden Fall. Bis demnächst. Bye.